Dongfang ist einer der großen, bei uns aber bislang eher weniger bekannten chinesischen Hersteller. Hier gibt es nur den Voya Free, ein Luxus-Van, der so ein bisschen an eine futuristische Version der Mercedes R-Klasse erinnert. In China machen sie schwere Nutzfahrzeuge, in China machen sie klassische PKWs und in China sind sie einer der Stammlieferanten des Militärs. Deshalb können sie sich auch so ein Auto erlauben. Also die chinesische Antwort auf den Hummer. Krass überzeichnet, eine Mischung aus Tesla Cybertruck, Mercedes G-Klasse und Hummer. Müsste also jetzt eigentlich salutieren, bevor ich einsteige und den General chauffiere. Vorher gucken wir uns das Design aber noch mal ein bisschen an. Das Auto ist rustikal, das Auto ist robust, das Auto ist sehr maskulin und hat unglaublich viel Charakter. Und vor allem ist es riesig groß. Fast 5 Meter lang, reichlich Platz innen drin. Vorne 2 lederne Thronsessel, hinten eine Rückbank mit Massage und Klimafunktion. Die feinen Herren müssen also auch im Gelände auf Komfort nicht verzichten. Und es gibt ganz viele Details, die auf diese rustikale Aura einzahlen sollen. Zum Beispiel die Türscharniere, die so ähnlich gemacht sind wie beim Hummer oder beim Jeep Wrangler, fett außen drauf sitzen. Überhaupt nicht passend dazu ist der Türgriff. Der ist eingelassen, wie man es sonst halt bei Elektroautos kennt, und erinnert damit eher an Tesla. Wenn wir die Tür allerdings aufmachen, ist die schwer wie bei einer G-Klasse. Und wenn wir sie zuwerfen, klingt es auch fast so. Was fehlt, ist dieses Klacken des Türschlosses. Dafür haben sie sich aber ein anderes Gimmick ausgedacht, das ich euch gleich zeige. Außen ist der M-Hero One sehr rustikal und sehr robust. Innen ist er absoluter Luxus. Also nicht für den Fußsoldaten, sondern für den General. Und wie es sich für ein chinesisches Auto gehört, steckt er voll mit elektronischen Gadgets, Hightech und Gimmicks. Großer Touchscreen, größer als mein iPad zu Hause hier in der Mittelkonsole. Natürlich digitale Instrumente und natürlich auch ein Beifahrerdisplay. Selbst der Spiegel ist digital. Es gibt eine Kamera, die nach hinten filmt, hat den Vorteil, dass egal ob die Heckscheibe dreckig ist, egal ob die Rückbank besetzt ist, ich immer den gleich guten Ausblick habe. Dazu außerdem Head-Up-Display und trotzdem relativ viele sehr grobe und griffige Schalter. Da zeigt er wieder seinen robusten Charakter. Es gibt hier unten so eine Toggle-Leiste für die Offroad-Funktion und ich habe zudem 2 wirklich massive Wählhebel für das Getriebe, also vorwärts, rückwärts parken, und für die Offroad-Funktionen dazwischen. Der Hebel für die Luftfederung, mit dem ich das Fahrwerk um bis zu 10 cm anheben kann im Sportmodus, also 24 cm Bodenfreiheit, im Offroad-Modus bis zu 33 cm Bodenfreiheit, und die insgesamt 5 Offroad-Modi sind wirklich spitze animiert. Es gibt also da großes Entertainment und Infotainment. Zum Beispiel im Snow-Modus fährt das Auto hier durch eine Winterlandschaft. Bei Matt sehe ich ganz kurz Schlamm und dann sofort die Kameras, damit ich weiß, wo ich hinfahre, welche Hindernisse ich habe. Bei Sand fahre ich durch eine Wüstenlandschaft. Es gibt immer auch den passenden Ton, also hier so ein bisschen Beduinenklang. Bei Rock-Mode schalte ich gleich wieder auf die Kameras, höre aber den Kies knirschen. Und der coolste Modus ist der Wait-Mode, denn sobald ich in die Wasserdurchfahrt gehe, höre ich es spritzen und ich kann mit einem Knopf alle Fenster öffnen, damit, falls irgendwie doch mal Wasser reinläuft oder das Auto absäuft, ich wieder rauskomme. Und ich sehe dann maximale Wartiefe 90 cm. Das ist echt respektabel. Dazu gibt es noch so ein paar wirklich nette Gimmicks. Hier zum Beispiel die Karte auf der Mittelkonsole, das sieht also aus wie ein Höhenprofil. Da zeigt das Auto auch, dass es fürs Gelände gemacht ist. Stichwort nette Gimmicks. Das coolste ist der Türgriff. Dongfeng, wie gesagt, ein Hersteller, der auch das chinesische Militär beliefert und der sich seiner militärischen Tradition durchaus bewusst ist und da keinen Hehl draus macht. Deswegen sieht der Türgriff aus wie eine Pistole. Und wenn ich die Tür schließe, dann klingt es auch so, als würde man durchladen. Während also die G-Klasse stolz darauf ist, dieses Tresorgefühl zu geben, macht man hier den nächsten Schritt und spielt den Pistolero.
Ja, da fahren wir also die ersten Meter im M-Hero One, dem Vorzeige-Hardcore-Offroader aus China. Quasi das Generalstabsauto. Keine Präsidentenlimousine, sondern ein Militärfahrzeug in Lack und Leder. Und Militärfahrzeug ist gar nicht so verkehrt, denn Dongfeng ist tatsächlich einer der großen Lieferanten fürs chinesische Militär und macht hier nicht nur auf Show, sondern hat eine gewisse Offroad-Credibility und kann sich solch taffe Autos erlauben. Wobei von der Toughness, die das Auto außen hat, innen gar nicht so viel übrig ist. Ganz im Gegenteil, hier drin ist das immer noch relativ martialisch und relativ auf Offroad gebürstet, aber sehr komfortabel, reichlich Lack und Leder. Und vor allen Dingen jede Menge Power. Wir haben 4 Elektromotoren, also einen für jedes Rad. Jeder 200 kW macht 800 kW oder in alter Währung 1088 PS und 1400 Newtonmeter. Das ist jede Menge Power. Braucht er auch. Er ist nämlich unglaublich schwer. Über 3,5 Tonnen wiegt der Wagen und sprengt damit aktuell auch noch das europäische Führerscheinrecht. Wer einen relativ jungen Führerschein hat, nach 1999, der braucht für den Wagen nämlich einen LKW-Führerschein. Zumindest aktuell noch. Im Augenblick laufen Verhandlungen innerhalb der EU, das Grenzgewicht auf 4,2 Tonnen anzuheben, zum Beispiel für Wohnmobile oder eben für Elektroautos. Warum ist das Auto so schwer? Zum einen, weil es natürlich jede Menge Stahl und Blech ist und zum anderen, weil eine riesige Batterie verbaut ist. 142 Kilowattstunden, viel größer geht es aktuell nicht. Trotz und alledem liegt die Reichweite bei ordentlichen, aber jetzt nicht rekordverdächtigen 450 Kilometern. Da zollt das Auto dem Gewicht Tribut. Zweiter Weak Point ist die Ladegeschwindigkeit. Da ist der M-Hero ganz sicher nicht heldenhaft. 11 kW am Wechselstrom und mickrige 100 kW am Gleichstrom. Da kann man dann kaum mehr von Schnellladen reden. Schnell dagegen ist das Auto beim Fahren. Wenn man auf der Straße unterwegs ist und den Katapultstart wählt, der hier in einem charmanten Übersetzungsfehler noch als Auswurf geführt wird, dann beschleunigt man in 4,2 Sekunden von 0 auf 100 und wenn man auf dem Pin bleibt, sind am Ende 180 km/h drin. Auf der Straße also echt spektakulär und trotzdem vergleichsweise komfortabel, dank einer adaptiven Luftfederung, dank Hinterachslenkung, also wirklich sehr vernünftig zu fahren und keinen großen Unterschied zu den großen elektrischen Komfort-SUVs, die wir von den Europäern kennen. Aber natürlich schlägt die große Stunde des M-Hero im Gelände. Da fahren wir jetzt hin und gucken mal, was er uns zu bieten hat. So, dass so ein Auto auf der Straße gut fährt, ist keine Überraschung. Aber der M-Hero will ja auch heldenhaft durchs Gelände fahren. Und wir sind jetzt hier auf einem Offroad-Gelände in der Schweiz. Und gucken mal, was er so kann. Fahren hier erstmal durch eine tiefe Sandgrube mit relativ tiefen Schlaglöchern und relativ wenig Traktion. Aber da hat er sich schon mal ganz ordentlich durchgekämpft. Jetzt käme eine Wasserdurchfahrt. Aber in der Schweiz wird Naturschutz natürlich besonders groß geschrieben. Und da gerade Laichzeit ist, bleibt uns die Wasserdurchfahrt verwehrt. Wir haben 90 cm Wassertiefe, da geht also einiges. Aber jetzt gucken wir uns das Wasser nur von außen an und probieren dafür gleich hier drüben diese riesigen Steinbrocken und machen uns die Allradlenkung zunutze. 10,20 Meter Wendekreis, das ist für einen Koloss wie den schon ganz ordentlich und fahren jetzt hier über mächtige Wackersteine und gucken mal, wie wir hier rumkommen. Es wackelt ganz ordentlich und man merkt, dass das Gaspedal nicht so ganz fein dosierbar ist. Das machen also andere Elektroautos deutlich besser. Der ist hier relativ
schwer dosierbar und lange passiert nichts und dann kommt plötzlich umso mehr, aber wir kämpfen uns hier tapfer durch und der macht das eigentlich ganz gut. Und man muss immer bedenken, es gibt in der zivilisierten Welt eigentlich kein Gelände und keine Gelegenheit, bei der man sowas mal machen könnte. Das heißt also, das Auto kann auch hier viel, viel mehr, als es der Fahrer je schaffen würde. Und jetzt kommt eine ganz besonders spannende Übung. Es geht eine Treppe hoch. Also es ist ein bisschen so wie CrossFit für Autos, aber das passt ja auch zu einem vom Militär inspirierten Fahrzeug. So, willkommen im Bootcamp zu den M-Hero. Jetzt wird's spannend. Jetzt geht's nämlich sogar eine Treppe rauf und wir gucken mal, ob er das hinkriegt. Schön langsam und gleichmäßig, nicht abrutschen. Tapfer draufbleiben, tapfer draufbleiben, tapfer draufbleiben. Treppensteigen war noch nie so einfach. Hier ein paar schöne große Kieselsteine, was mit den Riesenreifen überhaupt kein Problem ist, insbesondere wenn wir den Luftdruck ein bisschen reduziert haben. Damit geht's also auch deutlich leichter. Ja, das war sie dann auch schon, die erste Testfahrt im Dongfeng M-Hero 1, dem neuen Helden unter den chinesischen Geländewagen. Ein Auto, das natürlich vollkommen sinnlos ist und viel mehr kann, als jeder Fahrer ihm jemals zumuten mag, aber das perfekte Spielzeug für die, die alles haben und für die, die keinen Liefertermin für die elektrische G-Klasse kriegen und die sich nicht einen Hummer auf den Hof stellen wollen. Also einfach was richtig Besonderes. Tolles Spielzeug, aber wie so oft bei Spielzeugen ist auch der Preis relativ hoch. Hier in der Schweiz, wo wir auf dem Testgelände unterwegs waren, beginnt der Verkauf in diesem Frühjahr für knapp 150.000 Franken. Nach Deutschland soll er im Herbst kommen, dann werden es sicher 160.000 oder 170.000 Euro. Plus der Lkw-Führerschein, denn aktuell kann man den zumindest nach 1999 gemachten Führerschein für dieses Auto nicht nutzen. Aber die EU ist dran, will die Gewichtsgrenzen wie gesagt etwas erhöhen. Vielleicht sind die Brüsseler schneller als die Chinesen und die Regelung ist umgesetzt, bis der Wagen auf den Markt kommt. Und wenn nicht, nochmal Fahrschule machen, ein bisschen die Schulbank drücken und nochmal 2000 Euro abdrücken. Wer sich dieses Auto leisten kann, hat das Geld auch noch in der Tasche.